Hier in Uruguay, in Argentinien, sind einfach die idealen Bedingungen, gutes Rindfleisch zu produzieren. Weil hier eben in diesem gemäßigten Klima des 35. Breitengrades die Tiere, gerade diese britischen Fleischrassen, hervorragend aufwachsen. Die Tiere wachsen hier absolut artgerecht auf, können sich ganzjährig über die Weide ernähren. Und zudem, diese Grasfütterung ergibt eben auch ein besonderes Aroma und kräftigen Rindfleischgeschmack. Los animales acá viven suelto en el campo, libre, con muy buena pastura, buena sombra, totalmente libre. Los animales cuando nacen se recrían a campo, a pasto, entonces eso le da una terneza del animal muy importante. En mi opinión, la carne de Argentina es una de las mejores del mundo y las más buscadas por la ternura que tiene. Es muy tierna, es muy jugosa. Uruguay es un país que hace 400 años que se dedica a la cría de ganado vacuno. En esos 400 años, el gaucho, que es el hombre que lidia todos los días con el animal, tiene un conocimiento perfecto de lo que es el vacuno. Por lo tanto, hoy, algo que es una cosa muy importante a nivel internacional, que es el bienestar animal, yo te puedo asegurar que en nuestro país eso es el ABC. La calidad de la carne tiene que ver muchísimo con el ejercicio que realiza el animal y con la aptitud que puede realizarlo a cielo abierto. Y en eso nuestro país, con sus praderas naturales, es lo que puede brindarle al consumidor una carne que sea sumamente sana, con muchísimo menos posibilidad de tener problemas ulteriores de salud, como el colesterol o como enfermedades cardíacas. Nuestra carne es una carne que, criada a cielo abierto, es mucho más natural y sana. Wir wollen nicht von irgendjemandem Fleisch einkaufen, sondern wir legen sehr viel Wert darauf, von wem wir Fleisch einkaufen. Und da haben wir eben seit vielen Jahren langfristige Partner, mit denen wir eben schon lange zusammenarbeiten und die aber auch wieder mit Landwirten zusammenarbeiten, mit denen sie schon viele, viele Jahre zusammen sind. Und diese gewachsenen Partnerschaften sind uns sehr wichtig, weil nur dadurch können wir eine stabile und gleichmäßige, gute Qualität gewährleisten. Tiere, die hier in Uruguay aufwachsen, vornehmlich britische Fleischrassen, werden hier bei Partnern von uns vor Ort in Uruguay geschlachtet und dann mit dem Schiff gekühlt nach Hamburg transportiert. In unserer Fleischerei in Hamburg werden Fleischteile dann weiter zugeschnitten, reifen, bis die entsprechend ausreichende gute Zartheit erreicht ist. Fleisch wird portioniert und dann in unsere Blockhaus-Restaurants gebracht und dort für unsere Gäste butterzart zubereitet.